jetzt hier TSV 68 München ansteht als nächstes. Mal gucken. Gegen unseren Stadtrivalen hier im Pokal. Das wird auf jeden Fall ziemlich gut bestimmt. Gute Stimmung bestimmt. Und ja. Hier wieder durchklicken. Und ja, gucken wir uns erstmal hier an, was die denn für Spieler haben. Wer ist denn hier am meisten wert? Rubin Okutje. Ist ein Stürmer. Ist hier denn irgendjemand interessant? Julian Weigel vielleicht? Nein. Schade. Schade, schade. Und dann geht's jetzt hier am 28. gegen München an. Und wir sehen hier DOS Bayern. Das Arjen Robben und Thomas Müller als Team der Woche gewählt worden. Köln dann war anscheinend sehr stark. Also Köln hier wirklich mit einigen Spielern vertreten. Jetzt gucken wir uns mal hier an, wie es jetzt hier geht gegen die TSV. Ich würde sagen, Lahm können wir auf jeden Fall wieder reinbringen. Genauso wie Boateng und Badstuber. Vielleicht auch noch Alonso und Bernard, wo wir dann Alaba gegen Dante wechseln können. Und dann müsste das eigentlich so gehen. Mal schauen, erstmal wird das hier aufgewärmt. Dann geht es jetzt hier los. Und ja. Gucken, wie das hier wird. Auf jeden Fall, ich möchte, dass wir hier gewinnen. Das ganz klar gegen einen Zweitligisten sollte das auf jeden Fall machbar sein. Und jetzt mal schauen, vielleicht kann Bernard ein paar offensive Akzente setzen. Und jetzt erstmal ein Freistoß von Alonso. Oh, der ist sogar reingegangen. Gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Sehr schön, Alonso. Sehr schöner Freistoß. Auf jeden Fall richtig gut gemacht. Den gucken wir uns nochmal an jetzt hier. Sehr schöner Salto da. Wir sehen jetzt hier den Ball. Verfolgen wir mal so ein bisschen. Zack, über die Mauer und oben links rein. Wunderbar. So will man Freistöße sehen. Und jetzt auch noch. Oh, Alonso hat da Badstubers Tor vorbereitet. Schöne Ecke. Wirklich schöne Ecke. Kommt kurz und flach. Badstuber kann den einfach verwandeln. Sozusagen reinschieben. Das war sehr schön. 2-0 schon nach gerade einmal 9 Minuten. Also fängt doch schon mal richtig gut an. Oh, das war jetzt vielleicht das Falsche. Noch ein Freistoß. Eckstoß. Ribéry holt sich jetzt den Ball zurück. Vielleicht jetzt mit der Flanke. Mit dem kurzen Ball. Robin. 3-0. Da hat Rob. Ribéry mit dem wieder mal flachen, kurzen Ball rein und Robben steht perfekt. 3-0. Also das läuft schon mal sehr, sehr gut. Nach gerade einer halben Stunde, ja. Und was kommt als nächstes? Vielleicht noch ein Tor vor der Halbzeit. Wir sehen jetzt Bernard mit einem Einwurf auf Ribéry. Der wurde da den Ball abgenommen. Alonso jetzt nochmal. Bernard zieht vielleicht vorbei. Nein, oder nicht? Ribéry. Drück auf Bernard, jetzt kommt die Flanke, aber der Torhüter steht. Ziemlich gut. Ortega. Jetzt der Abschlag. Lahm kriegt den Ball. Vielleicht zu Müller oder Robben. Ja, zu Müller. Der jetzt vielleicht lang zu Robben. Genau. Jetzt Robben. Zieht vielleicht jetzt rein. Zieht und schießt. Und Mann, hat den Foss, hat die Latte getroffen. Das war auf jeden Fall eine gute Aktion da. Jetzt erstmal Freistoß. Und 4 Minuten noch zu spielen, offiziell. In der ersten Halbzeit. Vielleicht nochmal ein Solo-Sprint hier. Sieht vielleicht Robben oder Lewandowski. Nein, schießt alleine. Lewandowski kriegt den Abpraller. Oh, was ist das denn da? Robben? Bernard? Dieser Abpraller? Mensch, jetzt Robben vielleicht mit einer Flanke da rein. Oder Schweinsteiger mit einem Fernstoß, geht ja alles hier. Alonso auf Lahm. Lahm jetzt rein mit dem Ding. Oh, schade. Jetzt Bernard aber nochmal. Das ist noch nicht zu Ende hier. Ribéry, das war kein Abseits. Ritter, wecke.
tackelt. Jetzt ein Einwurf. Aber daraus resultiert nichts mehr. Das heißt, die erste Halbzeit ist vorbei. Das war eine richtig gute Performance. Sehr schön. Alonso wird jetzt mal durch Thiago ersetzt und Rafinha kriegt auch jetzt wieder Spielzeit. Genau. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Da sollte auf jeden Fall noch ein 4-0 drin sein nach dieser starken ersten Halbzeit. Mal schauen. Abschlag. Bartstuber kriegt den. Er bringt jetzt mit einem Solo-Sprint hier. Versucht er jetzt vielleicht ein Dribbling anzusetzen. Oh, zieht vorbei, aber schwacher Schuss leider. Gut gespielt. Sehr gut gemacht eigentlich. Mal gucken, passiert jetzt noch was hier. Da muss noch was kommen. Vielleicht Pizarro jetzt nochmal rein. Der ist eigentlich Tor. Einwurf jetzt erstmal. Vielleicht kann sich den Bartschuber da holen. Jawohl, Bartschuber kriegt den Ball. Müller. Müller zieht. Wird aber weggefault. Aber anscheinend doch kein Foul. 64 Minuten gespielt. Boateng köpft den mal zurück. Schweinsteiger jetzt vielleicht auf Robben. Ja, Robben kann jetzt mal vielleicht einen Sprint ansetzen. Nein, auf Müller. Müller jetzt vielleicht mal was machen. Rafinha, Thiago, jetzt zurück zu Rafinha. Der kann jetzt vielleicht mal eine Flanke reinbringen. Oder auf Robben. Sehr schön. Und Ribéry. Das war ein Abpraller von Robben Schuss. Und dann ist er einfach Ribéry dagegen gelaufen, sozusagen gegen den Ball. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Gucken wir weiter. Was passiert denn jetzt hier? 76 Minuten gespielt. Neuer mit dem Abschlag. Da sollen sich die Jungs auf jeden Fall weiter konzentrieren. Jetzt Müller vielleicht offensiv. Auf Pizarro, der macht da vielleicht was. Ribéry steht frei. Thiago vielleicht mit einem Nachschuss. Thiago auf Rafinha, der kann vielleicht was reinbringen da. Aber wird da wieder weggegrätscht. Schade. Thomas Müller hat nur noch 50% Kondition ungefähr. Jetzt Wolz. Foul von Jerome Boateng in der 90. Fast schon am Ende des Spiels. Das war jetzt eigentlich blöd. So spät im Spiel nochmal sich eine Karte einzufangen. Oder vielleicht doch nicht. Da hat Boateng doch gekarabieren gewesen. Und nach dem Freistoß sollte eigentlich Ende sein. Jawohl. 4 zu 0. Damit sind wir auch hier weiter. Sehr schön. Geht doch. Das war ein richtig guter Sieg. 63% Ballbesitz, das ist sehr gut. Und ich würde sagen, gucken wir mal, was hier schön in den Nachrichten wieder steht. Und in dem Ruckeln. Warum auch immer. Und ja, das war auf jeden Fall Leistung insgesamt. Mein Gott, was ist denn jetzt hier gerade los? Hallo? Und wir sehen hier Robben. Sollte sich vielleicht mal ein bisschen ausruhen. Aber Mann. Mensch, Mensch, Mensch. Wenn ich dich aussetze. Ja, okay, dann kannst du weiterspielen. Robben möchte nicht weiter, nicht gerestet werden. Und dann gucken wir weiter. Jetzt als nächstes gegen die Hoffenheimer. Das wird bestimmt auch spannend. Die Hoffenheimer haben ja Roberto Firmino in echt abgegeben an Liverpool für unglaublich viel Geld. Ich glaube 37 Millionen Euro oder so. Unglaublich teuer. Also, da sieht man echt, dass die ausländischen Vereine schon ein bisschen mehr mit dem Geld um sich schmeißen. Was ich ein bisschen traurig finde. Weil, ja. Benatia möchte sich hier wieder ein bisschen. Ja, du hast dich ja eigentlich benutzt, aber ruhig, wenn du ein bisschen rumheulen möchtest, ist okay. Und jetzt erstmal dein Backroom Advice Meeting. Das ist doch schon mal gut. Das machen wir jetzt auch direkt gleich mal. Wenn wir uns hier durchgeklickt haben.
Gucken uns das mal an. David Alaba, nein, immer noch nicht. Dante auf die Transferliste, das machen wir vielleicht nächste Saison, aber bis jetzt hat er sich eigentlich gut gemacht. Tom Starke behalten wir auch erstmal. Ihn können wir ruhig loanen. Tobias Schweinsteiger behalten wir. Leopold Zingerle auch. Das können wir auch so wechseln, genau. Dann gucken wir mal nach. Wir müssen jetzt gegen Hertha Berlin spielen. Im nächsten deutschen Pokalmatch. Aber jetzt machen wir erstmal hier wieder einen Cut. Und machen dann den nächsten Part wieder weiter. Bis denn, ey.